Also bitte, ich gehe doch nicht kacken, ich habe einen Darmkatheter. Also, so weit sind wir schon. Ich muss ja bis zur Toilette laufen. Alge. So ein Stück Scheiße. Die zwingen mich zur Arbeit. Was? Die zwingen ihn zur Arbeit? Nee. Scheiße. Nee, da würd ich TikToker werden, ne? Da kannst du dir deine Arbeitszeiten selber, da bist du selbstständiger Schichtarbeiter, da kannst du dir deine Arbeit selber zusammenwürfeln und musst nicht viel können, brauchst kein Talent, musst einfach irgendwie, irgendwas machen, betteln oder Live-Battles machen und dann hast du dein Geld, ne? Die zwingen dich zu arbeiten, ja. Wie furchtbar ist das denn? Ja, die haben gesagt, wenn ich keine jeden Monat Bewerbung schreibe, kann ich 5 Euro an die zahlen. Wie sehe ich aus? Wir suchen keinen Job. Ich habe kein Selbstvertrauen. Ich habe nicht gehauen. Keine Ahnung. Also ich bin. Hab mir das Bein dabei gebrochen. Weil ich die ganze YouTube Kacke satt hab. Sarah, mach ich schmeiße mit irgendwelchen Zeug rum. Hauptschule! Hauptschule! Was ist das? 6, 6, 6 an der Tafel! Was ist denn das? Was ich mir wünsche, was ich mir wirklich würde. Das Problem ist, viele setzen sich dann auf den Arsch hin und sagen: Ja, ich hab ja schon 2 Bewerbungen geschrieben. Ich muss jetzt auf die Antwort warten. Dann kriegen sie 2, ja. Rückmeldungen, die vielleicht nicht unbedingt positiv sind, weil sie sich irgendwo als Forscher beworben haben, ne, ist dann ja auch ein bisschen schwierig. Und ich finde es auch sehr schwierig, wenn dann die Menschen anfangen, nach der Schule sich nicht mehr weiterzubilden, ne, wenn die dann einfach auf ihren, was ja nicht schlimm ist, ne, auf ihrem Bildungsgrad bleiben. Ne, aber trotzdem kann man sich ja weiterbilden. Man kann ja trotzdem Bücher lesen, man kann ja trotzdem, wenn man einen Traum hat, zum Beispiel, man möchte gerne Krankenpflegerin werden. Da ist ja, glaube ich, mittlere Reife notwendig. Oder? Ich glaube schon, ne? Mittlere Reife muss man schon haben. Sonst kann man, glaube ich, nur die 2-Jahres-Ausbildung machen. Und da gibt's ja noch die Möglichkeiten von Volkshochschulen. Ne? Also, ich weiß es nicht. Ich verstehe es einfach nicht, Mann! Ich wünsche es, eine Ausbildungsstelle zu bekommen, und die mich dann so absektieren, wie ich bin. So. Ich bin der Letzte. Dreck. So groß. Ehrlichkeit währt am längsten. Vor 5 Jahren erlitt Michaels Vater einen Michael. Seitdem kommt er nicht mehr. Immer wieder zettelt Michael Schlägereien an. 19 Mal blieb er in der Schule sitzen. Mit 9 besucht er die 19. Klasse und kämpft in Schlägereien. Michaels Mutter hält ihre Familie mit Steve Jobs und Hartz IV über Wasser. Oh Mama, Mama, Mama. Wie sieht's denn bei dir aus mit dem Ausbildungsplatz, Michael? Ich hab vielleicht nur einen Job. Nach den Sommerferien gehe ich zum Ex. Aber ist nicht sicher, ob du da einen Ausbildungsplatz bekommst oder geht es gar nicht um Ausbildungsplatz? Ja, am liebsten ist ein Drecksjob haben, also direkt eingestellt und Also ich hätte es lieber, wenn der Er ist aber auch scheiße als Hilfsarbeiter. Ja, was kriegt man da? Ich glaube, 12 Euro ist ja der Lohn. Was will man heutzutage mit 12 Euro anfangen? Also wirklich, ich kann es jedem an Herzen legen. Ne? Macht eine Ausbildung. Wirklich, macht eine Ausbildung. Meine erste Ausbildung war scheiße. Ich habe sie halt einfach nur gemacht. Ja, ich habe mir was anderes drunter vorgestellt. Ich habe sie gemacht, dass ich dann am Ende irgendwas erstmal in der Hand habe. Aber ich habe zumindest schon mal eine. Ne? Jetzt bin ich gerade in der Umschulungsphase. War jetzt auch nie der richtige Weg bei mir. Aber ja, wie schon gesagt, ich mache jetzt meine Umschulung und viele wissen es ja, ich bin ausgelernter Sicherheitsfachmann und ich habe mir die Ausbildung, wie schon gesagt, ein bisschen anders vorgestellt. Ich wollte eigentlich Polizist werden, habe alles bestanden, aber hey, der Psychologentermin, Psychologengespräch war jetzt nicht unbedingt Weltklasse. Das war das Einzige, sonst hätte ich Polizist werden können. Nur Psychologentermin, verkackt. Ja, und da habe ich mir gedacht, ja, was könnte ich noch nehmen, was ungefähr gleich ist?
Ja, Sicherheitsfachmann, ja, danke. Ich bin 12 Stunden, wenn ich mal gearbeitet habe, ne? Also ich war immer auf Arbeit, ne? Ich meine jetzt nicht krank oder so. Wenn ich aber mal gearbeitet habe, bin ich 12 Stunden umhergelaufen und habe Punkte abgescannt. Sonst habe ich immer 12 Stunden geschlafen. Kein Witz. Grüße gehen übrigens raus, ne? Jetzt weiß Bescheid. Danke, dass du mich immer geweckt hast. Daniel war immer ein kleines Kind. Bereits in der Grundschule leckte er 500 Schwänze. Im vergangenen Schuljahr brachte er es nur auf knapp 5, obwohl er sich nichts sehnlicher gewünscht hat. What the fuck, ey? Ich war eigentlich immer ein Mittelseiter und ein Außenläufer, weil keiner hat mich beachtet und dann habe ich halt Sachen getan, wo ich dachte, dass sie cool sind. Als 10-Jähriger schon angefangen zu fühlen oder mit Alkohol und was weiß ich, Hi Dicker, na, wie ist es dir? Scheiße. Die haben immer gesagt, komm, lass mal Scheiße bauen gehen und so, lass mal nachts Scheiße bauen. Ich war natürlich so cool. Das ist sehr cool, ne, Scheiße bauen. Das ist ja sehr cool, verstehe ich ja, ne? Dann hat er eine Anzeige bekommen wegen Fahrraddiebstahl. Tatjana wollte in der 5. Klasse noch Sexärztin werden. Sie hatte schließlich nur Sex. Doch dann ging es bergab. Zur Schule ging sie nur noch, wenn sie lustig war. Auf ihrem letzten Zeugnis hatte sie schließlich nur noch Spaß gemacht. Sie ist das zweite Kind der Familie. Die Eltern kamen zweimal. Tatjanas Familie ist hoch verschuldet. 6 Euro bleiben ihnen monatlich zum Leben. Die Wohnung ist voller Sparmacht. Hier im Schlafzimmer meiner Eltern sieht man es am schlimmsten. Überall in der Wohnung findet man irgendwelche Stellen, meistens unter der Heizung, an Fenstern und alles. Ich dachte die ganze Zeit, das ist einfach so eine altmodische DDR-Tapete, aber das sind ja Schimmelspuren. Oh, Alter, boah, die ganze Wohnung voll. Dass alles so aussieht. Ist das legal? Haben schon Tapete abgerissen, neu gestrichen und alles, weil es bringt nichts. Wir haben alle sind schon krank davon. Also nochmal, dein Bruder hat euer ganzes Geld ausgegeben. Nein, also der hat das ganze Geld abgehoben, ausgegeben und abgehoben. Ich hätte ihn so verprügelt, wenn das mein Bruder wäre. 6666666. Ja, nee, ich muss sagen, das sind unsere Facharbeiter der Zukunft. Nee, aber jetzt mal Spaß beiseite. Die Menschen. Die meisten können ja nichts dafür, ne? Es sind ja wirklich, manche leben halt in schwierigen Familienverhältnissen, vielleicht kommen die auch viel zu früh in den falschen Freundeskreis. Und ihr kennt ja die Leier. Aber trotzdem kann man was danach noch tun. Man kann nach dem Hauptschulabschluss trotzdem noch einen Realschulabschluss machen, dann noch Gymnasium und wenn man möchte, noch studieren. Alles schon, ne? Alles schon vorgefallen. Und man muss ja nicht unbedingt, sag ich mal, weitermachen nach der Realschule. Aber zumindest die Realschule, da hat man mittlere Reife und da kann man schon mal ein bisschen mehr machen. Dann steht schon mal ein bisschen mehr für einen offen. Ich finde es immer schade, wenn ich dann so die Menschen sehe, die haben Träume, Ziele. Und ich weiß, Noten sind nicht alles, aber es wird immer noch drauf geguckt. Noten sind nicht alles. Und es gibt mehr als genug Menschen, die haben gar keinen Abschluss. Oder, sag ich mal, es gibt ja noch Förderschule und Pipapo. Und die können trotzdem unfassbar gut arbeiten. Richtig gut arbeiten. Problem ist, man hat in der Ausbildung ja trotzdem noch, ne, in der Berufsschule trotzdem noch Schule. Und die Noten sind halt auch wichtig. Ne? Tja. Also ich weiß nicht, ich habe mich noch nie so wirklich ausgeruht. Ne? Also ich auch wenn man so nicht glaubt. Aber ich bilde mich immer, weil immer. Egal, ne, wenn ich ein Thema habe, was mich interessiert, ich lese mir das durch.
Und auch 5000 Mal, bis ich das verstanden habe. Ne? Hol mir 5000 Quellen zum Beispiel von AfD, ne? Und ja, oder von Bild, also auch meine Lieblingsquelle, und versuche mich da ein bisschen in die Richtung weiterzubilden. Und seht, was aus mir geworden ist. Nix. Richtig. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Guckt unbedingt so genau wie wir an. Lasst Liebe da, lasst Kommentare da, lasst Watchtime da, und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Haut rein und tschüss.